Modern Basketball heißt für mich, den Jugendlichen über den Sport etwas zu vermitteln. Das Miteinander, das Ehrgeiz haben, das Motivation zeigen, sich für ihre Ziele einzusetzen und für etwas zu kämpfen. Die Sozialarbeit an Schulen ist der Schlüssel dafür, dass wir später die größten Sport- und Bewegungstalente überhaupt dazu bringen, überhaupt Basketball erstmal zu spielen. Und über den Weg versuchen wir also auch eine Grundlage aufzubauen, dass wir regelmäßig weiter an Talente kommen. Die Piraten waren der Deckel auf unserer Sozialarbeit. Wir haben eine Marke etabliert mit den Piraten, wir sind deutschlandweit bekannt. Die Kids hören davon, die sind ja interessiert dran so, und die kommen. Und mit den Hamburg Towers haben wir jetzt ein Dach auf der Nachwuchsarbeit. Dadurch haben Hamburger Talente die Möglichkeit, in Hamburg professionell Basketball zu spielen. Und die ersten haben es ja auch schon geschafft. René ist ein überragender Athlet. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist natürlich ein Traum von mir gewesen, dass dann ein Wilhelmsburger Junge bei den Towers das schafft, mitzuspielen. Die Hamburg Towers bieten ein ganz tolles, in sich geschlossenes Konzept, das über einen sozialen Ansatz, aber auch Breitensport, dann den Leistungsgedanken auch im Jugendbereich, aber dann auch den Profisport alles abdeckt. Steht und von der ersten Minute an Hunderte oder Tausende von Leuten stehen, klatschen, applaudieren, und das ist für mich der Moment. Es herrscht bei uns eine ganz klare Aufbruchstimmung. Wir haben eine ganz tolle Basis jetzt gelegt. Das Thema ist super angenommen worden im ersten Jahr und wir wollen jetzt einfach schauen, dass wir diese Geschichte weitererzählen. Was ganz wichtig ist natürlich, dass das Team wächst und nicht nur im Sinne die 12 Spieler, die jetzt da wirklich spielen, sondern dass das Team drumherum wächst, dass die Organisation dahinter wächst, dass unser Team von Partnern wächst, die sagen, wir wollen gemeinsam das Projekt nach vorne bringen. Ich glaube, jeder kann sehr gut nachvollziehen, wo wir herkommen, das kann jeder greifen. Und auch die Mannschaft, ganz speziell unsere Spieler, wir haben viele Hamburger Jungs drin. Das hat sehr schnell, sehr gut funktioniert und dieser Funke, der hat sich einfach übertragen, auch auf die Zuschauer. Und die Leute merken, dass hier was gewachsen ist. Also das muss die Grundlage sein, so, wenn du es machst, mach's richtig, dass es auch bleibt. Ja, und hoffentlich auch mit ein bisschen Swag, ne? Schon gut.